Boxen auf zum zweiten Rennpreis der Mülheimer Besitzertrainer. Da geht es gleich los mit Petit Paris, Lotharia an den Rails, Elected dahinter auf dem dritten Platz, 2000 Chaperon. Dann sehen wir dahinter Sherin und weiter außen Next Wave und davor noch Sunday Kid. So geht's an der Tribüne vorbei. Petit Paris führt, dahinter Elected aus dem Chaperon, dann Lotharia mit Sunday Kid vor Sherin und Next Wave am Ende des Feldes. So geht's jetzt in den Tribünenbogen hinein und an der Spitze innen Petit Paris, an zweiter Stelle außen Chaperon. Dahinter sehen wir Elected auf dem dritten Platz. Viertes Pferd in Lotharia. Daneben dann Sunday Kid vor Sherin. Und am Schluss des Feldes ist es Next Wave. So sind sie eingangs zur Gegenseite nun. Und Petit Paris weiter mit der Führung. Hat eine gute Länge, anderthalb Vorteil vor Elected in außen Chaperon. Dahinter hat sich Sunday Kid etwas verbessert. Liegt jetzt an vierter Position. Und dann sehen wir Next Wave zur Bahnmitte hin dirigiert. Lotharia ist innen dabei. Und auch Sherin. Es geht dann Mitte gegenüber weiter unter Führung von Petit Paris. An zweiter Stelle Chaperon. Drittes Pferd in Elected. Daneben Sunday Kid. Weiter außen versucht sich weiterhin Next Wave ein bisschen mehr nach vorne zu schieben. Hinten im Feld dann Sherin und Lotharia. Es geht Ende der Gegenseite jetzt gleich in den Schlussbogen hinein. Petit Paris weiter vorn. Chaperon ist Zweiter mit Elected in. Außen hat sich Next Wave dann entsprechend verbessert. Sunday Kid liegt innen daneben. Dahinter Sherin und Lotharia. So sind sie dicht geschlossen nun im Schlussbogen unterwegs. Und Chaperon schiebt sich näher heran an Petit Paris. Die zwei aber noch vorn. Außen an Chaperon. Next Wave im Bogen ganz außen unterwegs. Elected sparsam an der Innenkante. Dann Sunday Kid mit Sherin und Lotharia. Und so sind sie nun eingangs zur Geraden. 500 Meter vor dem Ziel schwärmt das Feld aus. Petit Paris von Chaperon attackiert. Dahinter sucht jetzt Sunday Kid. Freie Bahn kommt durch. Innen versucht sich Lotharia zu verbessern. Elected hinterfährden muss kommen. Außen Sherin und am Schluss jetzt Next Wave. Aber außen ist Sunday Kid jetzt zur Stelle. Lotharia innen arbeitet sich voran. Aber Sherin ganz außen wird jetzt sehr stark. Sherin und Sibylle Vogt zieht hier an die Spitze. Sherin löst sich gleich auf Längen und wird hier Sieger sein. Sherin dahinter auf dem zweiten Platz, Sunday Kid. Das dritte Pferd ist dann Elected vor Lotharia, Chaperon und Petit Paris mit Next Wave. Das Ergebnis, also 7, 4, 6, 5, 3 und dann die entsprechenden Quoten. Da haben wir sie. Sieg 13,70 Euro, die Plätze 5,40 Euro und 3 Euro. Die Quote der Zweierwette 7, 4 zahlt 59 Euro und die Dreierwette 7, 4, 6 131,60 Euro.